Nehmen wir mal an, die resultierende Kraft ist schon bekannt und ich soll sie lediglich in eine horizontale und eine vertikale Komponente zerlegen. Was mache ich dann? Naja, nu. Also ich habe es hier nochmal hingeschrieben, nehmen wir an, Fr, die resultierende ist 20 kN groß, ja, und lediglich in horizontal und vertikal. Ich beziehe mich jetzt auf eine Ebene, ne? Schon die ganze Zeit. So, was mache ich? Ich mache eine Arbeitsskizze und wenn ich die schon sauber mache, also richtig sauber gezeichnet habe, mit Maßstab, also 20 kN entsprechend 20 cm oder was auch immer, und ich lege dann lediglich hier ein Koordinatensystem hinein, dann kann ich sagen, okay, die horizontale Komponente habe ich schon, die kann ich dann direkt abmessen, umrechnen, so wie in den anderen Beispielen, ich verweise nochmal hier oben immer auf die Links, und die Vertikale, mit der verhält es sich ganz genauso. Also, im Prinzip ist das bis dahin erstmal ganz easy. Zur Berechnung, die ist auch easy, ich habe nochmal hier oben gucken, schon mal darauf hingewiesen, wie man mit Sinus und Cosinus und so weiter umgeht. Hier ist es so, ich mache mir nochmal eine Arbeitsskizze. Leute, macht euch mehr Skizzen, denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich mache mir also nochmal schnell eine Arbeitsskizze, sodass ich nicht hier von diesem anderen Zeug irritiert werde, obwohl das hier noch möglich wäre. Ne? Aber bei mehreren Kräften wird es dann spannend und sage, okay, ich zerlege in FH und FV. Die stehen rechtwinklig aufeinander, ideal, ich habe ein rechtwinkliges Dreieck, das ist meine Hypotenuse, die 20 kN. Und ich kann sagen, also Gegenkathete durch Hypotenuse, wie gesagt, auch nochmal hier gucken, ganz allgemein, springt ihr direkt dann in meinen Unterricht, wo es um Sinus, Cosinus und so weiter geht, also direkt hier rein, einfach mit der Maus hier drauf fahren und dann geht das. Dann kann ich sagen, okay, die gegenüberliegende, den 30 Grad Winkel, gegenüberliegende, also Gegenkathete, die ist FV, also schreibe ich FV, die Hypotenuse sind 20 kN, die kenne ich schon und das Ganze ergibt Sinus von 30 Grad. Es stört durch 20 kN, ich nehme mal 20 kN, hier nochmal gucken notfalls, wer es nicht mehr weiß, wie Gleichungen umgestellt werden. Naja, und der Sinus von 30 Grad weiß man im Kopf, wenn nicht, in Taschenrechner tippen, ergibt 0,5 mal 20 kN, also ist das auch easy. Genauso sage ich, die Ankathete durch die Hypotenuse ergibt den Cosinus von 30 Grad. Also sage ich, Cosinus von 30 Grad ergibt die Ankathete durch Hypotenuse. Und ich setze die entsprechenden Werte, die ich kenne, schon ein. Hier die 30 Grad, hier 20 kN, hier noch FH. Stelle um, peng, fertig. An sich dürfte es gar nicht so schwer sein. Ich werde dann noch ein weiteres Video ins Netz stellen. Da geht es dann darum, nicht nur in horizontale und vertikale Komponenten zu zerlegen, sondern in beliebige. Das gibt es zum Beispiel in dem Fall, wenn ich das mal kurz andeuten darf, also ich habe irgendwo eine Kraft, die weiß ich schon, und die soll erzeugt werden aus dem einen Seilzug und einem anderen Seilzug. Und kein Winkel hier ist irgendwie 90 Grad oder sowas. Was ich dann mache, darauf komme ich dann, ich werde dann hier zum Schluss auch den Link dazu einfügen. Na denn, ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt und ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.